ist ja perfekt. Du wolltest, dass ich mit hochkomme, oder? Hör zu, wir sitzen fest, okay? Wie wär's, wenn wir mal ein paar Minuten so tun würden, als würden wir uns nicht hassen? Schön. Ich hätte nie zu diesem blöden Seminar gehen sollen. Ich auch nicht. Das Ganze ist doch reiner Nepp. Ach, wie kommst du denn bloß auf sowas? Es geht bloß darum, Mom und Dad um ihr sauer verdientes Geld zu bringen. Dein Dad und diese Typen da unten, das sind doch Betrüger. Ich werde dir nicht widersprechen. Na Leute, was gibt's? Wollt ihr vielleicht noch ein paar Angeltipps? Louis, es gibt einen offiziellen Protest. Thunfische sind Tiefseefische. Die kann man hier nicht fangen. Ich weiß, das habe ich aber. Mit? Mein neuen Köder. Das ist nichts weiter als eine Feder. Eine wirklich wirksame Feder. Louis, du wirst beschuldigt, geschummelt zu haben. Was? Betrogen? Nein, ich stand die ganze Zeit mit euch auf dem Steg. Tja, dann ist wohl jemand hingeschwommen und hat ihn in deinen blöden Köder anreißen lassen. Oh nein. Tut mir leid, Louis, aber mir bleibt keine andere Wahl. Ich schließe dich aus dem Wettbewerb aus. Was? Nein, 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 Mr. Satori, nein. Und ich denke, du solltest auch nicht mehr zu uns nach Hause kommen. Mr. Satori, was hat das mit dem Angeln zu tun? Du bist nicht der richtige Umgang für meine Tochter. Das wird deinem Dad nicht gefallen. Was hast du denn? Gar nichts. Du hast nicht vor, dich in Vampir zu verwandeln, oder? Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Wieso musstest du denn hier rausgehen? Was? Hast du Höhenangst oder sowas? Ist schon okay. Jeder hat vor irgendwas Angst. Ja? Wovor hast du denn Angst? Los. Nein, nein, ich kann nicht. Vertrau mir. Vertrau mir. Vertrau mir. Bitte tu so, als wäre ich ein Gemälde oder irgendwas, was du bewunderst. Ein Gemälde? Oder ein Speedboot oder ein dämliches Auto. Irgendwas, was dich glücklich macht. Geht's dir besser? Ja. Danke. Gut. Wo bleibt denn dein Vater? Das Seminar ist seit einer halben Stunde vorbei. Louis, es tut mir leid. Ich wollte dir nur helfen. Womöglich hätte ich nicht so einen großen Fisch nehmen sollen. Oh, war eine super Idee. Wieso hast du mir nicht gleich einen Wal dran gehängt? Ich hätte wirklich lieber verloren, als zu betrügen. Du hast niemanden betrogen, sondern ich. Cleo, was mich am meisten stört, ist, dass du nie dachtest, mein Köder könnte funktionieren. Du hast nicht an mich geglaubt. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Nein, gibt es nicht. Ich bin draußen. Das war's. Bitte, Emma. Du musst einfach mitkommen. Ich schaff das nicht ohne dich. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich finde, du hast schon genug getan. Und außerdem ist es eine absurde Idee. Es wird klappen. Ich weiß, es gibt keinen Grund, wieso du mir helfen solltest. Das heißt eigentlich, gibt es einen. Louis. Okay, komm schon. Mein Dad ist das Letzte.
Jedes Jahr vergisst er meinen Geburtstag. Das ist noch gar nichts. Meine hat mit mir im Südpazifik Urlaub gemacht. Was ist daran so schlecht? Er hat mich dagelassen. Oh. Ich war 10. Ich musste allein den Flieger zurücknehmen. Oh, okay. Ja, du gewinnst. Es ist wirklich schlimm, seit meine Mutter weg ist. Und ich glaube einfach nicht, dass mein alter Herr mich besonders mag, weißt du? Ach so. Also deshalb bist du so ein Idiot. Halt die Klappe. Weißt du, du musst ja nicht die ganze Zeit so sein. Ich war heute nicht mit meinem Vater hier. Ich bin allein gekommen. Und es gab auch noch Plätze im Restaurant. Ich hatte nur nicht mehr genug Geld, nachdem ich das Seminar bezahlt hatte, weißt du? Das Seminar hast du aus eigener Tasche bezahlt? Sau dumm, ich weiß. Aber wir sind eben nicht alle reich. Meine Eltern haben sich auch getrennt. Dauernd gab es Streit wegen Geld. Ich will mehr darüber wissen und mich besser absichern. Glaub mir, das blöde Geld ändert überhaupt nichts. Wirklich komisch. Ich dachte immer, du hast es so gut. Sieht nach Regen aus. Du benutzt tatsächlich den Köder? Schwachsinn. Erzähl mir hier doch nichts. Ich weiß, dass du auch einen dran hast, hm? Ihr vergeudet bloß Zeit. Die funktionieren nicht. Schaut, schaut, schaut! Das ist unmöglich. Funktioniert nicht, hä? Gibt es noch mehr von diesen Ködern? Willst du die? Danke. Ich will nicht nass werden. Was ist los mit dir, Zane? Ich warte die ganze Zeit auf dich. Du tauchst nicht auf beim Seminar und das Hotelpersonal gibt mir das hier. Wir wollten auf uns aufmerksam machen. Indem ihr meine Notizen ruiniert? So war das gar nicht. Ich habe nicht mit dir geredet und lüg nicht. Also ehrlich, wenn du schon Zeit mit einem Mädchen verschwendest, nimm eine mit Zukunft, so wie die unten beim Seminar. Ihr Name ist Ricky. Und sie war eins der Mädchen beim Seminar. Nur cleverer. Sie ist nicht drauf reingefallen. Und übrigens, ich bin nicht dein Laufbursche, also hör bitte auf, mich so zu behandeln. Ich könnte sagen, war nett, sie mal kennenzulernen. Aber das wäre wirklich gelogen. Ricky, warte. Noch mein Jackett. Ich habe zwei Ansagen zu machen. Louis ist wieder ganz offiziell beim Wettangeln zugelassen worden. Und er ist der unbestrittene Sieger mit dem schwersten Fang. Er schlägt den Zweitplatzierten um genau 5 Gramm. Ja!
ich möchte noch etwas sagen. Ich muss mich entschuldigen, Luis, dass ich an dir gezweifelt habe. Keine Ahnung, warum so viele Riesentunfische im Hafen waren. Oh, kommen Sie schon. Wenn er nicht betrogen hat, wieso habe ich dann keinen gefangen? Niemand mag schlechte Verlierer, Nate. Du bist Letzter. Find dich damit ab. Also dann, Leute. Weißt du, das Meer ist und bleibt geheimnisvoll, Luis. Bitte nimm meine Entschuldigung an. Ich hoffe, wir zwei gehen bald mal angeln. Ich würde gern deinen neuen Köder ausprobieren. Ja, das wäre schön. Und ich hoffe, du hast mich nicht zu ernst genommen wegen der Besuche bei Cleo. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Oh, prima, tja. Dann komme ich heute Abend. Okay. Gut. Verzeihst du mir? Ja, unter einer Bedingung. Dass du mir nie wieder hilfst. Schöne Trophäe. Hey, wo warst du den ganzen Tag? Nirgends. Ich habe dich angerufen, aber du bist nicht rangegangen. Was hast du gemacht? Versucht nicht, in den Regen zu kommen.